Aber ich hab mir die Schreie nicht angeguckt. Ich hab mal nur so ein bisschen durch die Weltlauf-Gameplay quasi angeguckt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Maonu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay. Magnetismus. Ah, sehr schön. Jetzt bekommen wir das direkt, wo wir eine Truhe holen können. Wundervoll. Also, wir haben hier einen Punkt für diesen Schickerstein, denke ich mal. So. So. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, dieses Magnetmodul und ja, jetzt haben wir hier quasi die ganze Gegend erfasst und können jetzt hier dieses Ding bewegen. Und ach, wie dumm ist das denn gemacht? Achso, okay, man muss gar nicht A gedrückt halten, dann ist ja gut. Ich dachte jetzt schon, das wäre ziemlich seltsam gewesen, aber gut. Also so ist die Steuerung voll okay. Alles klar. Das geht noch voll klar. So, oh, jetzt war das sehr schön. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt haben wir hier einen kleinen Weg nach drin, alles klar. Okay. Hier ist auf jeden Fall eine metallische Kiste. Wieder. Kann ich damit irgendwas machen? Aber wahrscheinlich über die Mauer drüber, oder? Ah, das ist interessant. Bams. Einfach mal alles zerstört. Oh, was bist du denn? Hilfe. Das ist ein kleiner Mini-Wächter, oder was? Das ist interessant. Kann ich jetzt hier auch hoch? Ja, kann ich. Sehr schön. Das ist nett. Ja. Was haben wir jetzt noch hier Schönes? Oh, auf jeden Fall da einen riesigen Steinblock. Ist da ohne Truhe? Kann ich die runterholen? Okay, da hoch reiche ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall... Moment, hier, diese Platte. Und, ja, muss sie irgendwie rüberbringen. Bäm, sehr schön. Und da ist ein riesiger Block. Hallo, Truhe. Komm, komm her zu mir. Ah, okay, so kann man es anziehen. Hi. Oh, was haben wir da drin Schönes? Die macht er mit seinem Shika-Dings auf. Sehr schön. Ein Reisebogen. Nice. Ja, haben wir auch so ein Reiseschwert, oder kann das sein? Ah, das sind zwei Blöcke. Ah, das ist ein Tor. Okay. Ich dachte, das wäre ein riesiger Block oder so. Ach, das war ein schöner kleiner Dungeon. Und sowas, davon gibt es halt ganz viele im Spiel, von diesen Dungeons, sage ich mal, von diesen Schreien. Hallo. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Das ist schön. Ich bin Maonu. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hin prüft, die Verehrung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Ich erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Linksblick. Sehr schön.
Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Hylia dir beistehen. Tschüss. Das ist interessant. Wundervoll. Perfekter Block. Ah. Das ist cool. So. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir jetzt... Manuel, er kommt zu uns. Sehr schön. Du scheinst ein Zeichen der Verwirrung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Ganz einfach, ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man Dinge vorsichtig nur noch verschwommen, doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Kreis der Fall ist. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deswegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen dieser Schickersteins, die du dort am Gürtel trägst. Ich versuche mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit lebte in diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation wie dieser Schrein scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu, von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Ob nur ein Schatz oder 4, macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merke es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Ich wurde gerade mal wieder gestört. Aber gut, lassen wir uns davon nicht... Die Aufnahme zerstören. Machen wir weiter. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh ja auf deinem Schickerstein die Karte an. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Schickersteins kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht ist das auch alles ein Armenmärchen. Wir können es ja mal probieren. Moment, so. Turm des Plateaus teleportieren. Sieht wirklich cool aus. Wie er schon da steht. Ah. Hi. Grüß dich von einem alten, Alter, die mit mir abhängen. Bist nicht der Schnellste, was? Teleportation, sowas brauche ich nicht. Jungspunde wie dich hänge ich alle mal ab. Und denn, ich habe dich hierhin gerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Schickerstein über eine Fernglasfunktion verfügt? Nein, habe ich noch nicht gemerkt. Okay. Aha. Bla 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 bla. Ist gut, ja. So, wie mache ich das jetzt? Ah, das ist klar. Das ist interessant. Ja, wo ist denn hier was? Ich habe keine Ahnung. Da ist was im Weg auf jeden Fall. Ich sehe jetzt hier nicht allzu viel. Oh, was läuft denn da rum? Ah, Gott, Hilfe. Da ist auf jeden Fall ein Turm noch. Hä, wo... Ach, da ist noch einer, oder?
Oder ist es der, den wir schon geschafft haben? Okay, der ist außerhalb des unseres Spielraums quasi. Das ist nicht gut, aber gut. Da ist noch ein weiterer Turm. Da ist einer, oder? Ist jetzt bei uns im Sichtfeld quasi. Nein. Oh, wo soll ich denn hier noch irgendwelche Schreine finden? Jetzt suche ich in die richtige Richtung. Wo noch welche bei uns hier sein könnten in unserem Gebiet. Da ist einer. Yay. Jetzt habe ich Nummer 1. Ja, und das... Ah, da ist noch einer, sehr schön. Nummer 2. Und wo könnte noch einer sein? Ich habe keine Ahnung. Eventuell hier irgendwie auf dem Berg oder so. Ich lasse erst mal. Okay, Moment. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Und wir erst mal... Man kann auch die Markierung ändern, oder? Also. Ich würde sagen, als Schrein nehmen wir jetzt immer... vielleicht den Stern. Ja, komm. So, hier ist noch einer. Stern. So, hier. Ich markiere einfach schon mal für die späteren Parts, damit ich weiß, aha, da sind Schreine. So. Dankeschön, Spiel, dass du mir das noch so schön unter die Nase reibst. So, wo könnte noch einer sein? Wir haben jetzt hier ein und da ein. Hier irgendwo in der Richtung eventuell. Da hinten, ich sehe. Oder das ist wahrscheinlich wieder viel zu weit weg, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Wie man. Ach, stimmt so. Gott, ich bin. Man ist halt gewohnt mit dem linken Stick und. Oh! Mann, es ist so nervig. Die Steuerung ist noch voll ungewohnt für mich. Ganz ehrlich, es ist schrecklich. Aber gut, ich komme schon zurecht irgendwann irgendwie. Also irgendwann klappt das schon. Hoffentlich ist mein letzter Speicher... Ist noch mein Müll markiert? Nö, natürlich nicht. Wie soll der auch markiert sein? Wundervoll. Muss ich mir jetzt mal das Gespräch von dem Typen anhören, oder wie ist das? Oh, diese Ladezeiten immer. Das ist noch ein bisschen anstrengend. Aber gut. Willkommen zurück, alter Mann. Ja, muss ich scheinbar. So, bla, bla. Ja, ist gut. Ich weiß, Spiel. Ich habe mich aus Versehen nur selbst umgebracht. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also, wo haben wir denn hier irgendwelche Schreiner? Da unten ist ja schon abgeschlossen. Ne? Jetzt muss ich ja die beiden anderen mal finden. Der da hinten ist wahrscheinlich einfach viel zu weit weg, oder? Kann das sein? Ich probiere mal zu markieren. So. Nö, der ist im richtigen Gebiet. Sehr schön. Jetzt weiß ich alle. So, dann ist da noch einer. So, und wo war noch einer? Ich habe keinen wirklichen Plan mehr. Hallo? Wie er mich angeguckt hat. Ach, ja. Wo war denn der andere noch? Gute Frage, ehrlich gesagt. Oh Junge, das wird spannend.
den jetzt hier irgendwo zu finden. Ich finde es aber cool, dass man sich so sein Zeug auf der Karte selbst markieren kann. Das gefällt mir. Was ist das denn? Ja, da fliegt auf jeden Fall irgendwas rum. Das ist ziemlich spannend. Da ist noch einer. Genau, ich erinnere mich. Aber der ist wieder viel zu weit weg. Wundervoll. Ich sollte irgendwo... Ah, was ist das denn? Ups. Ich sollte irgendwo noch einen hier in der Nähe finden, am besten. Ich hab den auch vorhin... Ich hab den auch vorhin schon... Da. Habe ich den schon? Nee, habe ich noch nicht. Dann ist es wahrscheinlich der. So. Da. Sehr schön. Jetzt, was sagst du jetzt, alter Mann? Sagst du jetzt immer noch das Gleiche oder wie ist das? Hi. Okay. Aha. Sagst du jetzt noch irgendwas? Okay. Alles klar. Gut, dann. Jetzt nochmal die Karte. Jetzt ändern wir, das alles rum. Gott, draußen sind gerade irgendwelche seltsamen Geräusche. Es tut mir leid, falls ihr da... Nein, da. Falls ihr jetzt irgendwas hört oder so. Es tut mir... Nein, ich will... Da. So. Und wo? Da ist das andere. Sehr schön. Dann markieren wir uns das mal so. Wundervoll. Alter, was ist das denn? Huch. Ach, hier drüben. Da fährt scheinbar gerade irgendwann mit einem Motorrad oder Moped oder was auch immer vorbei. Oh Junge. Ich will nur in Ruhe aufnehmen, Leute. Was ist los mit euch? Ganz ehrlich. Oh, fall nicht runter, Link. Wie vorhin schon mal. Das wäre... Oh, okay, ich bin unten. Sehr schön. Das wäre ungut. So. Dann widmen wir uns jetzt wieder den Erkunden der Welt. Müssen wir jetzt eh machen. Gezwungenermaßen. So, erstmal würde ich nochmal zu dem Schrein zurück, weil da war noch eine Truhe im Wasser. Die will ich auf jeden Fall holen. Das ist eine Sache, die ich brauche. Die Truhe. Die ist nämlich im Wasser drin, die können wir uns wahrscheinlich mit dem Magnetmodul holen. Ich habe mir gerade wehgetan, deswegen dieses Aua zwischendurch. Aber das hat euch nicht zu interessieren. So, also hat es eigentlich schon, aber es juckt euch wahrscheinlich nicht. Das würde ich sagen. So, wundervoll. Dann holen wir uns mal die Truhe, würde ich sagen. Oh, das schlägt überhaupt nicht. Ah, komm. Komm her. So. Was haben wir da schönes drin? Ein Bernstein. Wundervoll. Ist sonst noch irgendwas in näherer Umgebung? Nö, also tun nicht halt nur noch irgendwelche Steine oder sonst was, aber... War da hinten noch was? Nein. Aber mehr jedenfalls nicht. Link, hör auf, vor die Kiste vorzulaufen. Was ist denn da? Das ist irgendein Wachturm. Oh. Da hinten ist ein... Lager von den Trotteln. War das vorhin schon da oder ist das wieder der Totenkopf, den ich da hatte? Wo ich mich selbst mehrmals umgebracht habe. So. Nein. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Das ist doof. Ich will nicht. Ah! Gott! Hilfe! Hilfe! Aua! So, der ist schon mal hart getroffen. Aua! So. Gib mir einen Bockstock. Nein, und du hörst auf, mich zu treffen. Oh, mein Bogen kann schon, das ist ungut. Keine... Oh Gott, der hat auf mich geschossen. So. Ich will noch den Stuff hier holen. Hier lag noch was rum oder so. Oh, Holzfeier, ja schön. Den gönne ich mir mal. Aua! Ich verstecke mich mal in den Truhen, würde ich sagen. Und dann ziele ich auf ihn. Bams. Und Bams. Sehr schön. War das gerade ein Treffer vom Kopf? Ich glaube schon, oder? Sehr schön. Das, sowas haben wir noch sehen. Wundervoller Treffer auf den Kopf.
Okay. Ich würde halt voll gerne die ganzen... Oh, hier ist jetzt eine Kochstelle. Da kann ich auch so ein bisschen die Äpfel rösten und so. Nein, ich möchte gar nicht meine Zeit verstreichen lassen. Ich möchte Äpfel und die Pilze vielleicht mal rösten. Hans. So. Kochen. Wird daraus irgendwas Cooles? Ein Pilzspieß, ja schön. Und meine Äpfel. Was wird daraus? Kochobst, ja, das kann ich gut gebrauchen. Obst, das wollte ich nicht, weiter hier. Und die Eichel kann ich dir. Moment, die könnte ich auch essen, ganz ehrlich. Wird die einzeln irgendwas Besseres? Rostnüsse. Ja, dann esse ich die mal schnell, weil ich habe ja eh gerade ein bisschen. Nicht Hunger, aber halt Leben verloren und so. Guck mal hier hoch, was hier so schönes drin ist. Ein Reiseschwert, sehr schön. Wisst ihr was? Wir können uns auf der Karte hier den Kochtopf markieren. Das werdet ihr wissen. Hier an der Stelle ist ein Kochtopf. Meine, es gibt doch nicht umsonst diese Kochtopf-Topfdinger. Symbole, was auch immer. So. Wir sollten zu unserem Schrein mal gucken, wo sich die befinden. Und so weiter und so fort. Aber auch weiterhin wunderschön die Welt erkunden. Jetzt sind wir am Rand der Welt hier. So, ist aber cool gemacht irgendwie. Ich find's auch gut, dass man nicht direkt zu Beginn direkt in die offene Welt geworfen wird, weil dann... Ach du Scheiße, Hilfe! Weil dann würden wahrscheinlich einige Spieler direkt irgendwie... direkt sterben und... Aua! Das hat weh. Hilfe! Ich brauche eine Waffe. Ich nehme mein Schwert einfach, weil ich jetzt hier gegen die, glaube ich, ein bisschen bessere Rüstungen brauche. Bocklanze. Das ist spannend. Aua! Könnt ihr eigentlich nicht? Gott, hier sind auch welche ohne Kopf. Ich sollte mal ein bisschen Köpfe zerstören hier. Ich mag nur das Battle-Team ziemlich gern. Das geht immer voll ab. Das ist ziemlich cool. So. Da lebt noch einer. Ein Bobklink-Knochen. Oh, das sind scheinbar tote Bobklins oder was? Ich schmeiß mal das Ding hier weg. Ja, das sah auch aus wie tote Bobklins, aber ich dachte halt irgendwie... Das wäre vielleicht... diese typischen Skelettviecher, die man aus Zelda kennt und so. Aber nee, es sind ganz normal Bobblins gewesen. Okay, alles klar. Da oben ist einer unserer Schreine. Das ist ja schön. Da vorne ist ja mein Lieblings-Totenkopf-Ding. Gucken wir uns mal da drinnen um. Kann man eigentlich in das Fenster reinschießen und diesen... Da drinnen waren ja... Das ist ja Feuer, da drin waren explosive Fässer. Kann man das machen? Gott, diese Steuerung im Bogen geht gar nicht. Das war ein bisschen zu weit weg. Geht das? Wow. Das war toll. Hallo. Weg. Was? Achso, ich muss... So, Gott, das ist anstrengend. Ich nehme mal so ganz mal einen Bockbogen hier. Ach, hier ist das Feuerding gewesen. Ich habe auf irgendwas geschossen. Ha, das geht wirklich nice.
Es geht einfach wirklich. Das finde ich auch cool in dem Spiel, dass man sich halt einfach so Dinge zu Nutzen machen kann, die halt so in der Umwelt quasi existieren. Das ist immer eine gute Sache auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Das gefällt mir. Flederbeißerflügel, alles klar. Ich höre mal in der Höhle auf Flederbeißer drin. Interessant. Ah, egal, der brennt eher Bockbogen. So, was ist in der schönen Truhe drin? Ich raube die Bobklins aus, um ihre wertvollsten Schätze. Oh! Nice! Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So. Damit hätten wir das abgehakt, was es hier so Schönes gab. Und wir gehen mal weiter in dieser großen Welt hier. Gott, macht das Spaß! Ah, ich fühle mich super. Es macht voll viel Spaß, hier rumzulaufen und einfach alles zu erkunden. Und auf euch Volltrolle zu treffen. Okay. Wundervoll. Okay, Waffentasche ist voll. Schade, schade. Pilze. Pilze, sehr schön. Ja, das. Ich habe gerade nicht auf die Ausdaueranzeige geachtet, deswegen. Ja. Wurde sie leer. Und again. Oh, was ist denn da schön? Das ist an dem Stein dran, da glänzt irgendwas. So, ich habe mir ein paar Äpfel geklaut. Das heißt geklaut, das ist halt ein Naturprodukt, deswegen. Oh, da ist noch ein Pilz dran, sehr schön. Deswegen ist das eigentlich kein wirkliches Klauen. Ein Sputtling. Okay, erhöht die Geschwindigkeit beim Kochen, das ist nice. Sollten wir uns merken. Sagt auch schon der Name aus. Sputtling. Sputt und so. Oh, ich habe eine Hütte gefunden. Sehr schön. Kämpfe ich gerade wirklich mit der Hand von einem Bobklin. Oder von einem toten Bobklin. Eine Heugabel. Nice. Ich will aber nicht mit sowas erdvoll rumlaufen. Nimm mal. Das hier. Hier ist weitere Fackel. Ein Topfdeckel. Wundervoll. So, ja, hier kann man schön das Haus ausrauben. Okay. Geht das noch? Ja, ein Tagebuch. Sehr schön. Mache ich jetzt aber noch. Ich will die Chili nehmen, die herumliegt. So, das muss jetzt gehen. Sehr schön, man kann auch schön die Töpfe zerstören, wie früher immer. Nice. Oh, hi. Das ist dein Haus. Das habe ich nicht gemerkt. Was ist denn? Ich war gerade erst eingeschlafen. Natürlich schlafe ich. Was immer du willst, es muss bis morgen warten. Wenn du Zeit totschlagen willst, setz dich doch vor ins Lagerfeuer. Okay. Kann ich auch gern machen, weil ich meine, ich habe keine Lust, so lange nach jetzt hier rumzurennen. Am Tag ist es cooler. Auf diesem einsamen Plateau ist mein einziger Freund. Ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwarmes in die verschneiten Berge. Okay, das ist klar. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Wild und Chili, okay, das ist klar. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay, man kann das Winterwarmes bekommen von dem Alten, wenn man ihm die Zutaten dafür gibt. Okay, das ist klar. Das sollten wir dann mal machen, aber jetzt nicht. Ich möchte bis morgens hier bitte warten. Weil ich diese wunderschöne Welt am Tag erkunden möchte und nicht an der Nacht. Oh, ein Vogel! Und da vorne sind Bobklins.
Scheinbar. Ich soll den schon so mit einem Bogen treffen. Nice. Bams. Hör doch auf zu pfeifen, du Trottel. Hör doch auf zu pfeifen, du Pfeife. Sehr schön. Und da kommen die Kameraden schon marschiert. Ei. Ah, da, ich wollte gerade sagen, da stürzt sich einer auf mich. Ich hab schon gemerkt. Ich habe inzwischen kaum mehr Platz für irgendwas. Nee, es ist mir zu wertvoll. Ja, komm. Hi. Waffenzeug wechseln. Es ist so. Hey, wieso? Ich will. Ja, genau. Das will ich. Nehmen wir uns mal den Knochen von deinen verstorbenen Brüdern oder was auch immer. Der auch gleich wieder zerbricht. Wundervoll. Echt toll. So. Ja, mein Bogen ist immer noch voll. Das ist natürlich schade. So. Ich klaue mir mal wieder dieses gegrillte Wild hier. Und dann klaue ich euch. Oh, ein Wurfspeer. Was schmeißen wir weg von unseren Waffen? Ich wollte sagen, die eine Fackel. Wir haben schon zwei. Wundervoll. Jetzt haben wir ein Speer zum Werfen. Das ist doch toll. Okay. Kann man das eventuell anbrennen? Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Meine Fackel. Dein Bock. Ach so, ich habe jetzt gedacht, meine Fackel zerbricht schon gleich wieder. Ja, schön. Nice. Solche Rätsel sind immer cool. Kann mich für die Bienen nicht angreifen. Aua. Ich vermisse mein nach hinten springen aus Twilight Princess. Und ich vermisse auch meine anderen Angriffe aus Twilight Princess. Also sowas wie. Schaffe ich es darüber? Ich habe keine Ahnung. Wow, Gott. Also sowas wie den Helmspalter gibt es ja alles nicht. Aber vielleicht gibt es später noch. Ich hoffe es einfach mal. Das wäre nämlich ziemlich cool, wenn ich meine schönen Twilight Princess Techniken auch in diesem Spiel anwenden könnte. Ich liebe die okkulten Künste in Twilight Princess. Sind halt echt einfach mega. Vor allem der Helmspalter, wie gesagt. Ich liebe den Helmspalter. Das ist so eine coole Technik. Ich hatte das, glaube ich, oft genug schon an meinem Twilight Princess Display gesagt, aber ich muss das natürlich hier auch noch sagen, weil sonst wird das kein Zelda-Let's Play von mir, wenn ich das nicht auch noch erwähne in diesem Spiel. Das ist einfach so die Sache. So. Das war hilfreich. Guck mal, der alte Mann ist da drüben und fällt Holz. Ich würde sagen, wir stehen ihm mal bei. Wie kann ich. Oh Gott, ich hasse es immer noch. Nein! Waffen zu wechseln. Eine Szene, die man auch aus dem E3-Gameplay und Trailer und so kennt. Einfach. Hier drüber laufen jetzt. So, ich wechsle die Waffen. Oh Gott, ich komme mit der Steuerung noch überhaupt nicht klar. Das ist schrecklich. Na, was geht bei dir ab? Kommst du mit der Kunden der Reihe voran? Ja. Warum soll ich gutes Brennholz abgeben?
Aber in die richtige Richtung fallen zu lassen ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da ist nicht meine Axt, die du da bei dir trägst. Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir bitte beim Baum fällen. Okay, alles klar. So. Da hast du deinen Baum. Oho, du hast den Baum gefällt, was? Gefällte Bäume lassen sich zu Holzscheiten verarbeiten. Davon kannst du mit, dir mitnehmen, so viel du willst. Okay, alles klar. Ah, sehr schön. Holzbündel. Nice, nice. Das sieht sehr gefährlich aus hier. Hilfe. Dass das nicht einstürzt hier, das ist auch interessant. So. Ich sehe hinten schon Bob Clint. Na, was geht bei euch ab? Ihr habt Spaß hier, ja? Oh, shit. Ich muss was essen. Ich will nicht wieder sterben. So, du bist schon mal tot. Und du hoffentlich auch. Sehr schön. Gut, dann. Also hier oben wäre jetzt der Schrein oder was? Oh, das ist auch ziemlich hoch. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Kann man das hier. Irgendwann mal wieder sprengen? Ich meine, Bomben gibt es ja im Spiel. Vielleicht bekommen wir im Schrein sogar die Bomben, wer weiß. Ich kletter einfach mal hoch und hoffe, dass ich jetzt so zu dem Schrein komme. Ich will nicht springen, das verbraucht zu viel Ausdauer. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Okay, das wird zu nichts. Das, da bin ich mir ziemlich aus. Das wird zu nichts. Ja. Das ist jetzt doof. Da bin ich jetzt extra den weiten Weg rübergekommen. Und kann dann nicht mal. Oh, ganz viele Äpfel. Ja, schön. Kann dann nicht mal meine. Tollen. Ja, wisst ihr was? Ich fäll den Baum einfach. Ich glaube, das ist ganz klug. Ja, da fallen sie unter. Das schön. Äpfel. Meine Äpfel. Okay, da sind keine mehr. Gut. Das glaube ich mal. Dann würde ich sagen. Mann, ich. Das ist so. Nein! Oh, die Steuerung! Das ist so ungewohnt! Lauf das Ding bitte einfach weg. Ich will nämlich. Wie werfe ich jetzt nochmal? Hä? Wirf doch! Was tust du? Hä? Wieso wirft er denn nicht? Oh, ich kann auch pfeifen, interessant. Ich bin überfordert mit der Steuerung, ganz ehrlich. Ich will mir halt dort was. Dann macht er einfach so. Ich will halt dort die neue. Den neuen Dinger mitnehmen. Ich verstehe nicht, wieso das gerade nicht geworfen hat, aber gut. Verstehe, dass er will. So, wie kommen wir jetzt zum Schrein dort hoch? Der ist echt sehr weit oben. Aber ich denke, ich kann hier an den Felsvorsprüngen hochklettern und so. Einen Moment. So. Das sollte noch hinkommen mit dem Hochspringen. Oh, shit. Ja, oder auch nicht.
Aber das Springen macht halt einfach so viel angenehmer und dann kann man es halt nicht oft verwenden, weil Link dann halb stirbt einfach. Das ist so das Bedauerliche. Das Springen würde so viel angenehmer machen, wenn es halt nicht so viel Ausdauer verbrauchen würde. Ich verstehe halt auch nicht. Ja, okay, es macht schon Sinn, dass Springen mehr Ausdauer verbraucht, aber trotzdem ist einfach. Ist einfach doof. Wieso ist der Pilz so groß? Er ist fast so groß. Oder der ist noch größer als. Nein, er ist fast so groß wie Link. Auf jeden Fall größer als Links Kopf, das ist, glaube ich, klar. So. Wie kann man im Spiel nicht speichern? Also, bis auf das Auto speichern halt. Ich habe keinen Plan. Komme ich hier einfach hoch? Es könnte. Ne, okay, es wird definitiv was, denke ich mal. Ja, doch, das soll was werden. So. Ich frage mich zwar, ob das so gemacht ist, dass man ja eigentlich, dass mir so hochkommen soll, aber wenn nicht, dann ist es halt so und ich habe es geschafft. Aber ich denke mal, dafür sind die Felsvorsprünge ja auch da. Ich meine, wir sollten sonst hier hin programmiert werden, wenn die halt nicht, dafür nicht da wären quasi. Eventuell gibt es noch einen anderen Weg hier hoch, aber ich habe keine Ahnung. Ich nutze auf jeden Fall diesen. Das ist der Schrein. Wundervoll. Speichervorgang, sehr schön. Da würde ich auch sagen, kann ich eigentlich im Menü irgendwo speichern? Bei Tagebuch vielleicht? Nee. Tasche, System, hier vielleicht. Ja, da kann man speichern, sehr schön, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Legend of Zelda Twilight... ja, das ist Twilight Princess. Im nächsten Part von Legend of Zelda Breath of the Wild wieder. Bis dann und ciao. Euer V-Row. Tschüss.